Hi Friends, herzlich willkommen zurück. Ich dachte mir, da ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr hier war und ein neues Video hochgeladen habe, setze ich mich jetzt hier hin, ich schmink mich so ein bisschen, erzähle euch so ein bisschen, was gerade so passiert, was die nächsten Tage ansteht. Ich mache mich dabei fertig, hol dich am besten was zu trinken, was zu knabbern und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, in der letzten Woche ist, glaube ich, nur ein Video online gekommen. Liegt daran, dass ich einfach total krank geworden bin. Ihr könnt es noch hören, ich bin noch so ein bisschen erkältet. Meine Nase ist ganz schön wund. Ich war auch noch total verbrannt von der Sonne. Dann bin ich richtig krank geworden und ich dachte mir, ey, einfach nur gesund werden. Denn es geht nämlich morgen auf Tour. Ich fange mal an mit dem Schminken und dann erzähle ich euch so ein bisschen, was los ist. Ich würde heute als Primer den Nivea Glow Primer benutzen. Den habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Der ist wirklich, wirklich gut. Den kann ich euch empfehlen. Ich bin ja eigentlich nicht so der Nivea-Fan, aber dieser Primer ist wirklich der Hammer. Ja, die Woche. Heute ist Sonntag. Ich bin noch immer noch ein bisschen krank. Aber ich hoffe, dass das ganz schnell wieder vorbeigeht. Denn es geht morgen tatsächlich auf Kanutour. Ich fahre für 5 Tage mit einer Gruppe über die Weser mit dem Kanu. 165 Kilometer. Ja, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe schon mal angefangen. Ich nehme von LA Girl den Pro Concealer in der Farbe Orange Corrector. Der ist einfach super gut, um die Augenringe so ein bisschen auszugleichen. Ja, wir fahren einfach so ein bisschen über die Weser, campen dort. Ich habe mir ein Zelt kaufen müssen. Ich habe halt sowas gar nicht gehabt. Doch, war ich mit meinem Ex-Freund tatsächlich auf einem Survival-Training und wir haben wirklich ein ganzes Wochenende lang gelernt, wie man so in der Wildnis überlebt. Und es war eigentlich richtig cool. Ich war am Anfang so ein bisschen so, oh mein Gott, das ist mir alles zu viel, ich kann das alles nicht. Aber am Ende war es dann eigentlich ganz cool. Wobei, ich habe vergessen, dass mein Zelt nur 1 Euro gekostet hat, glaube ich. Es gab es mal bei Vulvos. Und das war eine ganz große Katastrophe tatsächlich. Denn es war, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren schon. Und das Wetter war eigentlich richtig gut im Sommer. Ich mische hier gerade meine Foundation schon ein bisschen an, nicht, dass ihr euch wundert. Das Wetter war eigentlich den ganzen Sommer richtig, richtig gut. Außer an diesem Wochenende. Wir waren da, wir kamen dort an und es war alles cool. Wir sind Brennnesseln pflücken gegangen, weil wir abends so Brennnesseln gegessen haben und so ein bisschen gelernt haben, wie man einfach in der Wildnis, falls man mal aus irgendeinem Grund in der Wildnis landen sollte, überleben kann. Ja, so. Und wir gehen dann irgendwann ins Zelt abends und auf einmal fängt es an zu schütten. Aber einmal, literweise fängt das an zu schütten. Und mein Zelt, das war halt super günstig, oder unser Zelt, das war halt super günstig und war halt einfach nicht wasserdicht. Und ich hatte so eine Luftmatratze und die schwamm einfach. Es war so viel Wasser in diesem Zelt, dass das, mein Ex-Freund ist mitten im Wasser gelegen mit seinem Schlafsack, meine Luftmatratze, die schwamm so ein bisschen drauf. Unsere Sachen waren komplett nass. Es war eine richtige Katastrophe. Und ich bin dann irgendwann so gegen, glaube, 2:30 oder so aufgewacht und war halt komplett durchnässt und dachte mir dann, okay, ruhig bleiben. Richtig, richtig schlimm. Ich bin dann nachts, bin ich dann völlig nass und durchnässt und unterkühlt nach Hause gelaufen, weil das einfach, das ging gar nicht mehr, es ging tatsächlich gar nicht mehr. Ich hatte richtig, richtig Panik und ich war total genervt. Ich war eh schon so ein bisschen, ja, demotiviert für dieses Wochenende, weil ich, ja, ich konnte mich so mit Natur und so eigentlich nicht so anfreunden. Wobei ich eigentlich im Wald groß geworden bin, mein Opa war Förster. Aber das war halt zu der Zeit für mich ein bisschen viel. Aber jetzt, morgen mache ich das Ganze nochmal. Ich habe mir halt so ein Wurfzelt gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist jemand von euch so eine Camping-Liese oder so ein Camping-Peter, der sich damit auskennt? Also, ich habe gestern probiert, dieses Zelt in meiner Wohnung aufzubauen, weil ich dachte mir, okay, kann man ja mal ausprobieren, wie das Ganze so funktioniert. Ob das wieder zusammengebaut werden kann, wie ich damit so klarkomme. Ohne Witz. Ich habe 1 Stunde probiert, dieses Zelt wieder zusammenzuschrauben. Und ich glaube aber mal, dass mir das ganz gut tun wird, so eine Woche lang nichts tun, Handy ein bisschen zur Seite legen. Ich wollte eigentlich, hatte ich mir gedacht, okay, ich drehe kein Video, einfach so ein bisschen Ruhe reinbringen wieder. Aber irgendwie hatte ich dann jetzt doch ein schlechtes Gewissen, weil jetzt geht es mir eigentlich wieder gut, dass ich sagen kann, okay, ich drehe ein Video für euch, dass ihr einfach so ein bisschen was habt. Die Woche, wenn ich jetzt weg bin, ich komme Freitag wieder, das heißt, ich kann also erst
am Wochenende wieder was drehen. Bin ziemlich gespannt. Foundation habe ich drauf gemacht. Ich habe eine neue Foundation ausprobiert und die so ein bisschen mit der Maybelline Superstay gemischt in der hellsten. Sie sieht jetzt wieder ein bisschen gelb im Viewfinder aus. Aber wir kriegen das Ganze hin. Als Concealer wollte ich eigentlich meinen Revolution Concealer nehmen. Der ist leider leer gegangen. Deswegen nehme ich von Tarte den Shape Tape. Der ist sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, ich finde den Revolution Concealer 1000-mal besser. Das Problem, was ich mit dem Revolution Concealer habe, ist, dass es den halt nicht überall gibt. Man kann ihn zwar online bestellen, aber ich hatte ihn halt bis jetzt immer in sehr, sehr hellen Nuancen. Und ich würde gerne mal noch eine andere Farbe ausprobieren, aber den muss ich halt im Laden swatchen. Und es gibt hier, zumindest nicht in meiner Nähe, irgendwelche Ross-Männer, die den haben, wo ich ihn mal wirklich ausprobieren kann. Deswegen muss ich mal schauen, dass ich wieder irgendwann in die Stadt fahren kann und den Concealer ausprobieren kann. Wie gesagt, der Tarte Shape Tape ist gut. Ich finde den Make-up Revolution Concealer viel, viel besser und alleine für das Geld. Ciao, Freunde. Dann habe ich hier ein Produkt zugeschickt bekommen von MAC. Das ist das Prep and Prime. Und zwar ist es das neue. Das riecht nach Kokos. Es riecht sehr, sehr gut. Ich mag es sehr gerne. Aber ihr kennt meine Meinung zu Setting Sprays. Das nehme ich einfach noch mal so ein bisschen, damit ich die Foundation, die sehr, sehr trocken ist und so ein bisschen besser einarbeiten kann. Mich hat es total gefreut, dass vielen von euch der Tipp extrem geholfen hat, mit dem Concealer so ein bisschen antrocknen lassen hat, dass ihr einfach ein bisschen mehr Deckkraft bekommt. Finde ich super, super cool. Also wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder so, die mir helfen können oder anderen Leuten aus der Community, schreibt die unbedingt in die Kommentare, bitte. Ich kann so viel von euch lernen und ich gucke mir immer, ich stalk immer eure Instagram-Profile so ein bisschen. Wenn ihr mir folgt und neu seid bei Instagram, dann schaue ich immer so, wer mir folgt. Und dann folge ich euch auch manchmal zurück oder schaue mir eure Bilder an. Weil ich das total spannend finde, einfach zu sehen, wer gehört dazu zu Team Günstmaus, wer kann was. Und Freunde, es gibt so krasse Leute von euch. Ihr habt Skills drauf. Alter Schwede, eigentlich müsstet ihr hier sitzen an meiner Stelle. Und ich habe mal überlegt, ob ich so eine Reihe starte mit Zuschauern. Hattie hatte das gemacht und ich verlinke euch das Video mal unten, wenn ich das noch finde, mit einer Zuschauerin, die macht auch YouTube, X-Merve, die ist super, super gut. Concealer ist jetzt drauf. Ich finde, jetzt konnte ich das Gelb so ein bisschen ausarbeiten. Als Puder, es sind viele neu dazugekommen, deswegen zeige ich euch nochmal. Das ist das Cody Aspen Puder. Ich weiß, die hier von Anfang an mit dabei sind, die langweilt das wahrscheinlich schon. Aber dieses Puder habe ich von Tati oder bei Tati gefunden. Ist eine amerikanische YouTuberin. Die ist super, super gut und die schwört auf dieses Puder und ich auch. Und viele von euch mittlerweile auch. Das gibt es in so vielen verschiedenen Farbnuancen. Das ist immer standardmäßig unten in meiner Infobox verlinkt, weil es einfach so, so gut ist. Ohne Witz. Es hält den ganzen Tag, vor allen Dingen, wenn man das zum Baken benutzt. Es hält ein bisschen auf. Es gibt verschiedene Farben. Ich habe jetzt hier das Naturally Neutral. Das ist wirklich der Shit. Damit ziehe ich hier auch immer noch so ein bisschen die Kontur lang und kann damit einfach so ein bisschen mein Gesicht definieren. Ich finde, meine Stimme hört sich furchtbar an. Kennt ihr den Begriff Männergrippe? Ich bin so der typische Kandidat für Männergrippe. Wenn ich krank bin, dann bin ich richtig wehleidig. Ich könnte heulen den ganzen Tag, wenn ich nicht atmen kann, wenn ich husten muss. Ich leide dann immer sehr. Kennt ihr das? Oder die meisten von euch sind wahrscheinlich so, ach krank. Egal, aber ich leide wirklich. Ich sterbe immer fast, wenn ich krank bin. So, das kann jetzt ein bisschen baken. Und ich habe ja hier noch so ein bisschen was an meinem Schwamm. Wie gesagt, das ist der von Ebelim. Größte Empfehlung dieses Jahr von mir, neben dem Cody Aspen Puder. Und das, was noch dran geht, damit drücke ich so ein bisschen in kreisenden Bewegungen meine Foundation fest. Ich gucke mir die Foundation mal von Namen an, wie sie überhaupt aussieht, weil es ist eine neue. Sieht gar nicht schlecht aus. Damit könnt ihr so ein bisschen nochmal das Make-up fixieren. Richtig gut und es sieht nicht cakey aus. Ansonsten habe ich noch ein Produkt, was ihr bestimmt schon kennt, von Essence, das Ready Steady Summer. Das ist eigentlich nur in einer anderen Verpackung. Das ist das All About Matte Puder. Richtig, richtig gut. Was ich damit immer mache, ist, wenn ich mal einen Lidschattenlook schminke und ich übe gerade ein paar Looks, damit ich euch auch mal wieder ein paar Looks machen kann. Also wenn euch das interessiert, auch damit unbedingt in die Kommentare, wenn ihr mal mehr Augenlook sehen wollt. Aber ich finde, damit ich euch das zeigen kann, muss es halt für mich richtig stimmen, weil Foundation und Puder und so, Grundierung, das kann ich alles, bin ich der Meinung, aber so Augenlooks,
ich möchte mich auch nicht zum Horst machen, aber damit kann man halt wirklich schön auch so ein bisschen aufhellen. Ihr seht's, das Lied ist total aufgehellt, es ist matt und es sieht nicht cakey aus und es ist auch noch wasserfest, hat Lichtschutzfaktor 20 drin und es hält den ganzen Tag. Das kann man super schnell mal in die Tasche werfen. Ich werfe dann den meistens auch noch mit in die Tasche oder ich habe meinen alten Real Technique Schwamm mit drin. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das hat genug gebaked. Und zum Konturieren benutze ich die Chocolate Lovers Limited Edition. Und Freunde, ich habe die besten News überhaupt. Ihr wisst, dass ich dieses Puder hier über alles liebe. Aber es gab mal von Rival de Loup im Herbst eine Limited Edition. Fall in Love hieß die. Und bei der lieben Sassli, also Sarah heißt sie eigentlich, bei Instagram, ihren Kanal habe ich euch schon tausendmal vorgestellt. Die ist ein ganz süßer Mensch und sie hat super Informationen. Also alle Informationen, die ich euch mitteile, habe ich eigentlich von ihr. Gab es eine Limited Edition. Das waren so, ich glaube, 12 verschiedene Töne drin. Ein Kontorton, ein Bananaton, Concealer, Cream-Kontur, alles mögliche drin. Der Kontorton ist exakt der gleiche wie dieser hier. Und der ist, ihr wisst, das ist mein absoluter Lieblingskontorton. Und seit wann habe ich die? Ich glaube, seit Januar. Und ich habe nicht das Gefühl, dass da überhaupt ein bisschen Produkt weg ist. Ich meine, ihr könnt sehen, es ist immer noch dieses Pressing mit drin. Wo das baked und ich habe festgestellt, je länger ich bake, desto besser wird es tatsächlich das Ergebnis und hält auch den ganzen Tag. Aber wo wir schon beim Thema Baking sind, die liebe Huda Beauty hat ein Baking Puder oder ich glaube 9 Baking Puder rausgebracht. Da wollte ich euch vorher fragen, ob ihr das sehen wollt, weil ich hatte so ein bisschen in den letzten Tagen das Gefühl, dass wenn ich euch High-End zeige, viele von euch das irgendwie nicht so gut finden, wenn ich euch High-End zeige und das ist für mich in Ordnung, wenn ich euch Drogerieprodukte zeige. Aber deswegen frage ich euch einfach mal, wollt ihr so ein bisschen High-End sehen, beziehungsweise Huda Beauty, ich glaube, das ist nicht ganz High-End, das ist ein bisschen teurer, aber es ist, glaube ich, noch im Rahmen, zumindest dieses Setting-Puder. Schreibt mir das auch unbedingt in die Kommentare oder aber auch, und das machen ganz viele von euch, wenn ihr Wünsche oder so habt, schreibt mir das unbedingt bei Instagram. Ich habe es euch am Anfang eingeblendet, hier habt ihr es auch nochmal. Schreibt mir da unbedingt, ich würde mich freuen, wenn ich damit euch so ein bisschen austauschen kann. Und schreibt mir unbedingt, was ihr sehen wollt, weil ich auf eure Ideen angewiesen bin. So, was mir gleich auffällt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich finde, dass der Tarte Shape Tape sich mit den beiden Foundations nicht ganz so optimal verbinden lässt. Deswegen gucke ich mal, dass ich das noch ein bisschen ausgeglichen kriege, wenn ich mit meinem Maybelline Superstay Puder hier rüber gehe. Ja, so ein bisschen besser wird es tatsächlich. Als Blush, wie gesagt, Rival de Loup Tropical Heat. Einer der schönsten Blushes, die ich jemals hatte. Der Geruch ist schön und das Gute ist, ich glaube, den gibt es sogar noch im Moment. Und wie gesagt, wenn ihr mich schon ein bisschen guckt, ihr wisst, dass ich auf Rival de Loup Sachen schwöre. Manche mögen es gar nicht, aber ich finde, für den Preis habt ihr wirklich unglaublich gute Sachen. Und es ist ganz, ganz leicht. Ihr könnt es aber schön aufbauen. Im Moment gehe ich ganz, ganz heavy in Blush rein. Ich weiß nicht, warum, aber ich mag es im Moment total gerne. So ein bisschen rosig auszusehen und da ich ja jetzt ein bisschen dunkler bin unter meinem Make-up, aber einen Sonnenbrand hatte und dann wieder so viel Make-up raufgebe, finde ich, ist es ganz schön und sieht so ein bisschen frischer aus, wenn ich so ein bisschen Blush rübergebe. Und ich gebe mir Blush tatsächlich gerne überall hin, habe ich so in den letzten Wochen gemacht. Hier so ein bisschen auf die Stirn, so ein bisschen einfach, dass das ganze Gesicht so ein bisschen, ja, lebendiger aussieht. Ich meine, ich habe gefühlt einen Zentimeter Make-up im Gesicht und ich finde, da sieht das Ganze ein bisschen, ja, frischer aus. Als Bronzer würde ich euch gerne nochmal einen anderen zeigen. Das ist der Rival de Loup Sun Bronzer. Der ist schon fast am Ende. Aber der ist sehr, sehr gut. Der ist recht dunkel, also seid da ein bisschen vorsichtig. Einfach so ein bisschen, um das Gesicht so ein bisschen aufzubronzen. Sehr schön. Ich würde einmal ganz schnell off-camera meine Augenbrauen machen. Und dann geht's weiter. So, die Augenbrauen sind einmal drauf. Ich hole euch jetzt nochmal ein ganz kleines Stückchen näher dran. Wir machen so ein bisschen was auf den Augen. Nichts Spannendes eigentlich, aber dann seht ihr es ein bisschen. Ich habe hier einfach einen fluffigen Pinsel. Viele von euch fragen immer wieder, woher ich die habe. Auch die sind unten in der Infobox verlinkt. Das ist so ein 12-teiliges Set, glaube ich. Super, super gute Pinsel. Ja, wie gesagt, morgen geht's los. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, dass ich mich nicht so doof anstelle. Ich glaube, das größte Problem wird die Kälte, glaube ich, für mich. Ich bin halt nachts wirklich gerne eingekuschelt. Und wenn das nachts so kalt ist, soll die Woche, da wo wir hinfahren, halt echt nicht so warm werden. Deswegen hoffe ich wirklich, dass ich nicht erfriere. Meine gute Freundin hat mir eben noch den Schlafsack vorbeigebracht, weil dann hatte ich nicht. Ich hatte mir so eine Luftmatratze gekauft noch und so eine Pumpe, aber ich hoffe, das geht gut. So, ich habe jetzt hier einfach nur den Bronzer, den ich benutzt habe, einfach nochmal so ein bisschen in die Lidfalte gegeben, einfach um da so ein bisschen Definition zu haben.
Ally darf natürlich auch nicht fehlen. Ich nehme einfach so einen großen fluffigen Pinsel und gehe damit in meine absolute Lieblings-Highlighter-Palette aus der Drogerie, die Love the Glorious Palette. Ihr habt drei wunderschöne Farben. Die ist schon fast zu krass. Ich gehe erst hier ein bisschen in die dunklere rein und dann in die anderen zwei. Klopfe das ab. Mache das ein bisschen nass. Gehe dann nochmal rein. Ich möchte heute glowen. Und gehe dann ganz leicht rein. Das Ganze machen wir natürlich auch noch so ein bisschen an der Browbone. Ich finde, das ist... Es gibt so Punkte im Gesicht, die finde ich am schönsten für Highlighten. Das ist vor allen Dingen hier. Das hebt, je nachdem, wenn ihr guckt, und man guckt euch meistens in die Augen, das nochmal so ein bisschen hervor. Die Augenbraue wird so ganz leicht angezogen, beziehungsweise hochgezogen. Dann mache ich das Ganze noch einmal richtig nass. Gehe dann in den hellsten Ton hier rein. Und setze mir das als Inner Corner Highlight. Und das macht nochmal so einen kleinen Pop. Mascara mache ich einmal. Und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. So, und das ist einmal das fertige Ergebnis. Was ganz schlicht ist, nicht so spannend ist. Der Highlighter ist Poppin. Und ich habe euch erzählt, was in der nächsten Woche so passiert. Ich bin mega, mega aufgeregt. Wenn ihr das hier seht, dann bin ich wahrscheinlich schon völlig am Verzweifeln mit meinem Zelt. Oder mir geht's hier nicht gut. Ich nehme euch auf jeden Fall bei Instagram mit. So ein bisschen, sofern ich kann. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich werde jetzt gleich im Anschluss noch ein Video drehen, dass ihr so ein bisschen versorgt seid über die Woche, während ich am Verzweifeln bin. Vielleicht auch schon im Wasser bin. Ich weiß es nicht. Ich nehme euch da auf jeden Fall mit auf Instagram. Schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Und ich würde sagen, schön, dass ihr wieder hier wart. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.